Hallo meine Lieben, ja, ich heiße euch mal wieder ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Falls ihr sehen wollt, wie ich diesen Look geschminkt habe mit der BH Cosmetics Hanging in Hawaii Palette, dann bleibt gerne dran und am Ende des Videos wird es eine Kleinigkeit für euch geben. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was euch so momentan auf Instagram stört und nervt. Und ja, dabei werde ich so ein bisschen meinen Senf dazu geben, zu dem, was ihr so mir geschrieben habt. Und wir werden uns dabei schminken. Und ja, viel Spaß beim Video. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt auch mit dem Video. Ich habe halt ein Armband drauf und ich habe Primer benutzt. Und zwar von Balea. Diesen hier, den möchte ich halt jetzt noch diesen Monat aufbrauchen. Werde ich auch schaffen. Der ist ganz okay, der ist halt sehr silikonisch. Den habe ich drauf. Augenbrauen habe ich mir auch gemalt mit dem Essence Augenbrauenstift. Das ist der neue, dieser Mikrostift, finde ich super. Hält mir auch viel, viel länger wie der von Catrice. Foundation habe ich auch drauf und zwar das Natural Lift Make-up von Rival de Loup. Heute in der Farbe 05. Wimpern habe ich mir auch schon geklebt und zwar die von Kiss. Ich glaube, die heißen Ritzy. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Ja, das sind die, die man halt beim Rossmann bekommt. Ja, wie es auch in dem Titel steht, werden wir von BH Cosmetics die Hanging in Hawaii Palette benutzen. Ich habe sie auch schon mal benutzt gehabt und es ist eine, ja, natürliche Palette. Ich finde, es ist so eine Alltagspalette. Was Pinsel angeht, da bin ich ein Essence-Fan und benutze auch von Essence die Pinsel. In dieser Palette fehlt ein matter, sehr heller Ton, womit man halt sich Concealer setten kann. Aber ich habe halt etwas Puder benutzt am Augenlid, sodass ich dann direkt mit Lidschatten starte. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen ganz, ganz leicht und gehen in die Farbe Chakra rein. Das ist einmal diese hier. Ja, man sieht die Farbe. Und wir beginnen auch ganz, ganz leicht. Was mich gerade total ärgert, sind die kleinen Augenbrauenhärchen, die ich eigentlich hätte vorher wegzupfen können. Aber das ist ja jetzt auch egal. Auf jeden Fall ist das halt Chakra. Und wir beginnen mit ganz, ganz hellen Tönen. Wir können sowieso keinen etwas dramatischen, ganz dunklen Look jetzt hiermit schminken. Das geht sowieso nicht. Ja. Lasst uns ein bisschen schnacken. Wir haben ja auch ein bisschen auf Instagram geschnackt. Und zwar habe ich auf Instagram gefragt, ja, was euch momentan so auf Instagram nervt und ja, was euch da so ärgert, was euch da so beschäftigt. Und wir hatten auch privat sehr viel geschrieben. Also man sieht, man muss die Farbe halt gut aufbauen, aber sie ist da. Die Kamera schluckt halt auch ein bisschen Farbe, was aber normal ist. So, das machen wir jetzt auch am anderen Auge und abklopfen, weil es hat sehr viel Vorlaut. Ja, was so auf Instagram, ich werde jetzt die Person nicht namentlich nennen, weil ich natürlich nicht weiß, ob das in Ordnung ist. Was halt so in Instagram jemanden nervt, ist, dass halt sehr viel Zeit verloren geht. Das kann ich auch verstehen. Also es geht viel Zeit verloren, weil man halt immer was zum Stöbern findet. So geht es mir auch. Aber ich bin auch richtig froh, weil ich fahre sehr viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ja, dann stöber ich halt gerne auf Instagram rum. So vergeht bei mir dann auch die Zeit halt schneller in den öffentlichen Verkehrsmitteln, sodass mir das dann gute kommt. Ja, zu Hause bin ich auch ab und an mal auf Instagram, aber ja, eher weniger. Mehr so, wenn ich halt viel unterwegs bin und meine Wimper lebt gerade ihr Eigenleben und macht gerade, was sie will. Also das ist jetzt Chakra und ich möchte ein bisschen höher gehen, ja, damit das auch ein bisschen intensiver wirkt. Das wird aber gleich, also nicht gleich, sondern zum Schluss noch etwas verbessert, weil das halt nicht so sauber aussieht. Wir gehen jetzt in Paradise rein und man sieht, man hat auch direkt Farbe am Pinsel. Gut abklopfen und mit Paradise gehen wir in die Lidfalte rein, so dass das ein bisschen rosé wird, auch dieser Look. Ich bin momentan auch echt verzweifelt auf Frühlingssuche, denn es ist eiskalt, es ist windig und es hat sogar geschneit. Ganz, ganz kurz, aber trotzdem. Ja, ich bin auf der Suche nach Frühling und ich finde so Rosé-Töne sind sehr frühlingshaft. Viele von euch schrieben ja auch auf Instagram, dass es ganz, ganz schlimm ist mit Follow und Unfollow. Ja, finde ich auch.
Es ist nervig, es nervt einfach nur jeden, wenn halt ein paar Profile jemanden folgen, man das Profil an sich ja auch ganz okay findet, zurückfolgt und dann wird entfolgt. Und da rate ich auf Instagram immer also euren Account mit einer anderen App zu koppeln. So habt ihr dann den Überblick, so könnt ihr sehen, wer euch da entfolgt und wer euch überhaupt nicht folgt. Ja, das mache ich auch immer und ich sage es euch ehrlich, bei solchen Followern, die einen direkt wieder entfolgen, mache ich mir auch die Mühe, entlike auch alles und entfolge auch direkt zurück, weil ich es halt nicht einsehe. Und ja, das nervt mich dann auch, aber ich mache mir dann die Mühe und denke mir nur meinen Teil und ich merke gerade, dass es sehr rosa wird. Ja, also ihr seht, ich muss einmal mit dem Pinsel da rein ins Rosa und ich habe auch direkt Farbe da. Ich möchte aber mehr haben. Das reicht mir jetzt nicht. Noch ein Schimmerton, das wäre dann so ein 5-Minuten-Make-up. Für den Alltag vollkommen okay. Aber mir reicht das jetzt gerade nicht und ich überlege gerade. Ja, wir gehen jetzt noch in das ganz helle Rosa rein. Ohana nennt sich der Ton. Abklopfen. Und dann versuche ich hier etwas wie so einen leichten Übergang zu zaubern. Wir gehen am besten jetzt in Honolulu rein, weil ich brauche etwas Dunkleres am Auge, Ende des Auges. Mit Honolulu gehen wir aber nicht zu hoch. Wir dunkeln es halt nur ein bisschen ab. Und es wird doch ein etwas dunkleres Make-up, was ich eigentlich nicht gedacht hätte. Aber das gefällt mir. Und intensivieren das nochmal hier den Übergang. Dann schrieb eine ganz, ganz Liebe, dass sie auf Instagram nervt, wenn halt geschrieben wird, ich habe ein neues Foto, bitte like und kommentiere. Ganz ehrlich, um Likes und um Kommentare betteln. Ich bin echt froh, dass das sehr wenige machen bei mir. Wirklich minimal, sehr wenige. Und ja, wenn einer was liked, dann liked er es und kommentiert, dann kommentiert er es. Aber jetzt jemanden drum bitten, ist jetzt nicht meine Art und ja, wäre auch nicht meine Art. Wir gehen wieder in Paradise rein. Genauso wollte ich das haben. Zwar etwas dunkler hier hinten, aber das Pink soll hervorstechen. Und das machen wir auch hier am anderen Auge. Das kann ich verstehen, dass das nervt. Mich würde sowas auch nerven. Dann schrieb jemand, ja, dass Leute alles sehen, aber nichts liken. Und ja, Sis, ich fühle dich total. So geht es mir auch. Und ich bin da. Ja, ich habe mich dahingehend auf jeden Fall schon geändert. Ich schaue mir die Leute halt eine lange Zeit lang an, die wirklich bei jeder Story dabei sind. Und dann schmeiße ich die auch aus meinem Profil. Da mache ich wirklich kurzen Prozess. Also ich schaue es mir an. Und ja, was kann ich darunter verstehen, wenn halt bestimmte Menschen wirklich bei jeder Story einer der ersten Zuschauer sind, aber niemals ein Bild liken würden? Im schlimmsten Fall, wenn sie dann aus Versehen mal was liken, tun sie es ja direkt entliken. Aber ich sehe ja, dass du geliked hast. Meine Benachrichtigung steht ja oben im Handy. Das heißt, ich sehe deinen Namen. Und dann halt schnell entliken, bloß kein Herzchen hinterlassen. Dann denke ich mir halt so, nein, kurzer Prozess, du fliegst raus. Und mir ist die Abonnentenzahl sowieso sowas von egal. Also ich bin jede Woche da immer wieder mal Profile am Rausschmeißen bei mir auf Instagram. Ich habe auch ein privates Instagram, das hat auch bestimmte Gründe, weswegen ich auch privat bin und weswegen ich auch so, ja, Fake-Follower auch regelmäßig kicke. Wir gehen jetzt noch einmal in Chakra rein mit dem Ton, den wir zuerst genommen haben und hier habe ich einen, ja, eigentlich Highlighter-Pinsel von Essence und wir werden das versuchen, jetzt hier ein bisschen, ja, einzublenden, damit das nicht so hart aussieht. Das Thema Werbung auf Instagram, die Kennzeichnung der Werbung ist ja ganz, ganz groß. Ich muss sagen, ich mache halt immer nur Hashtag Werbung, weil ja jetzt alles Werbung ist. Großartig mache ich jetzt nicht. Ja, was ich auch lustig finde, ist ja Werbung wegen Namensnennung und da steht kein Name, da wird kein Name genannt oder Werbung wegen Markenerkennung und dann sieht man da
Kartoffelpüree. Markenloses Kartoffelpüree. Also ich finde es halt lustig, wenn man etwas falsch kennzeichnet. Ich finde es natürlich nicht schlimm. Aber ich habe es mir so halt angewöhnt. Werbung, weil ja jetzt alles Werbung ist und da ist die Ortsnennung mit dabei. Die Marke, die Kennzeichnung, die Marken im Hintergrund, die Marke des Nachbars und was weiß ich was auf dem Bild, sodass das halt so komplett verallgemeinert ist. Und ihr seht, ich habe das alles hier so ja aufgeraut, kann man sagen, dass das halt etwas sauberer aussieht. Von den Farben her finde ich auch den Übergang richtig schön. Unten ist es zwar etwas dunkler, aber das Pink ist auch noch da und es sieht sehr, sehr frühlingshaft aus. Dann schrieb mir einer auf Instagram, dass alles so perfekt sein muss. Du weißt, wie ich das meine. Ja, bei den Bloggern natürlich, ne, sind die Bilder perfekt gemacht, perfekt in Szene gesetzt. Da brauchen die auch sehr, sehr lang für so ein Bild. Aber ich bin halt auf Instagram eine Privatperson und ich poste da mein Mittagessen, was ich jetzt nicht extra für ein Bild irgendwie, ja, dekoriere oder sonst was, weil das landet eh in den Magen. Ja, ich bin da privat drin und ich bin auch unterwegs und mache mal ein paar Stories, während ich auf der Arbeit bin, während ich unterwegs bin. Und ja, bei mir muss das alles halt nicht perfekt sein, aber ich spiele sehr gerne mit Filtern rum. Das mache ich wirklich gern, das habe ich schon immer gern gemacht, dass ich halt so Filters austeste, ausprobiere. Und vor allem morgens früh, wenn ich halt guten Morgen auf Instagram sage, mit meinen dicken Augenringen, dann Filter drauf knalle, sieht das dann einigermaßen okay aus. Ich mag diesen Pinsel hier. Ich bekomme ihn leider nie beim DM oder beim Müller. Ich glaube, ich habe ihn beim Cosmetic for Less Online bestellt. Das ist so ein Highlighter-Pinsel, aber sieht aus wie so ein Blendepinsel und der ist halt optimal, damit alles so ineinander eingeht. Und ich finde allgemein, Essence hat einfach eine Top-Qualität, was Pinsel angeht. So, wir gehen jetzt in die Schimmertöne rein und ja, was nehmen wir? Pineapple und dann nehme ich auch natürlich einen Pinsel von Essence einmal rein und ja, richtig Pigment am Pinsel. Ich werde jetzt kein Concealer hier setzen, weil der Ton einfach nur gut ist und ich kein Concealer hier brauche. Das könnt ihr auch direkt sehen. Ein sehr, sehr toller, schimmriger Glitzerton. Und wir gehen bis ungefähr die Hälfte des Auges. Schminken und reden. Bisschen kompliziert. Und ihr seht, ich bin einmal mit dem Pinsel reingegangen. Und da ist schon richtig schön Farbe dran. Ja, dann die vielen Männer, amerikanische Männer, soweit ich den Kommentar jetzt im Kopf habe, meistens aus Army oder ähnlichen, die dann einem folgen wollen. Bei mir sind es nicht die amerikanischen Männer, komischerweise. Bei mir sind es so mehr so, ja, wie kann ich sagen, so Sri Lanka oder vielleicht Kamerun. Das sind so die Männer, die mir dann immer wieder folgen wollen, wo ich mir denke, sorry, brauche ich nicht, nehme ich nicht an. Wenn ich das dann mal aus Versehen annehme, dann kicke ich so etwas auch regelmäßig weg, weil. Jetzt nehmen wir einen anderen Pinsel von Essence und gehen in Hoola rein, in den ersten Ton. Das ist so ein richtig schönes Gold, schön abklopfen. Und da setzen wir uns. Oh Gott. Bitte, wie schön ist das? Wie intensiv ist das? Und ja. Was soll ich sagen? Ja, dann bekam ich Feedback, die Pseudo-Follower, die kaum erwarten können, jemanden zu folgen und dann wieder entzufolgen. Ja, habe ich vorhin schon gesagt, das sind halt die Follower, wo ich mir denke, koppelt einfach euer Instagram mit einer anderen App und da gibt es unterschiedliche Apps. Da könnt ihr sehen, wer euch entfolgt ist und ich habe hier eine Fusel. Ja, da könnt ihr halt sehen, wer euch entfolgt ist, wer euch überhaupt nicht folgt, wer euch schon lange nicht folgt. Und ja, wir werden jetzt wieder in Honolulu reingehen. Das ist ganz unten rechts der dunkelste Ton. Und dann werden wir damit den unteren Wimpernkranz ein bisschen bearbeiten mit Honolulu. Allein der Austausch auf Instagram, der ist meiner Meinung nach für mich Gold wert. Den liebe ich und den schätze ich auch sehr wert. Dass ich halt
wenn ich eine Frage habe, mich nicht schämen brauche oder sonst etwas, alles frei fragen kann, Tipps oder Empfehlungen, dass man halt auch privat schreibt und ja. Wir werden jetzt wieder mit einem Essenspinsel etwas dunkler nach hinten gehen, mit aber einem schimmrigen Ton, und zwar Luau. Das ist dieser hier. Und den setzen wir uns hier hinten ein bisschen drauf. Und das müssen wir gleich ein bisschen einblenden, verblenden. Ja. Also an sich Instagram mag ich und ja, es gibt natürlich das ein oder andere, was jeden von uns aufregt, aber ja. Dafür haben wir doch aber auch unsere positiven Seiten. Ich bin jetzt wieder ganz, ganz kurz nur in Chakra reingegangen, um das hier ein bisschen zu verblenden, damit wieder alles ineinander eingeht. Und ich würde sagen, das ist der fertige Look. Es ist ein, ja, Frühlings-Make-up. Ja, mir gefällt der Look jetzt soweit ganz gut. Ich werde mir noch kurz Concealer drauf machen und einen weißen Kajalstift auf die untere Wasserlinie. Concealer benutze ich den von Essence, weil ich den halt auf jeden Fall noch aufbrauchen möchte. Das ist dieser Camouflage Concealer. Der ist ganz okay, wird von mir aufgebraucht und nie wieder mehr nachgekauft. Und ja, jetzt kommt meine Kriegsbemalung. Und zwar eine intensive Bemalung, weil ja, bei mir brauche ich gerade sehr, sehr viel. Sieht komisch aus, sieht unsauber aus. Aber ich brauche halt ganz viel Concealer. Arbeite ich das mit meinem Real Techniques Schwamm an. Der ist auch noch feucht. Ich habe mir vorhin Make-up damit aufgetragen, Alida. Ja. Wir haben aber auch noch ganz, ganz früh. Und, oh Gott, irgendwie könnte ich in letzter Zeit so viel schlafen. Ihr seht, der Concealer ist sehr, sehr hell. Das wird aber gleich alles verbessert, indem ich das noch mit Puder ein bisschen bearbeite und mit Bronzer. Ja, geht es euch in letzter Zeit auch so? Also ich bin in letzter Zeit immer dauermüde und könnte so viel schlafen, was ich natürlich nicht machen kann und nicht mache. Aber ich könnte es, wenn ich es könnte. Ich könnte es, wenn ich es könnte, genau. Ich würde es gerne, wenn ich es könnte. So rum. Ja, das sieht jetzt alles sehr, sehr hell aus, aber ich brauche das, denn die Foundation ist ein Ticken zu dunkel. Und mit Concealer korrigiere ich das auch nochmal. Jetzt sehe ich gerade aus in der Kamera wie eine Leiche. Aber wir kriegen das ja hin. Das wird gleich. Ganz hell schaut es aus. Und wir nehmen uns jetzt Bronzer. Und da benutze ich den von Hatice Schmidt. Bronz die Wand an. Jetzt bringen wir wieder ein bisschen Farbe in dieses Concealer-Gesicht mit einem Pinsel. Also ich habe hier so einen schrägen, den mag ich sehr gern. Von Ebelin ist der. Ich glaube, der war mal limitiert. Und ja, wir wärmen jetzt das Gesicht etwas auf und ich benutze gerne viel Bronzer. So, und man sieht, es wird wärmer, es tut sich was im Gesicht. Ich bin nicht mehr so eine Concealer-Leiche, aber halt der Concealer ist bei mir dringend notwendig. Was ich auch sehr gerne mache mit dem Bronzer, ist hier unten entlang gehen, meinen Doppelkinn ein bisschen kaschieren. Ja, das mache ich auch sehr, sehr gern. Dann nehme ich so einen Pinsel, der ist jetzt beispielsweise von Essence und ja, der geht auch langsam kaputt. Das ist halt so einer. Damit gehe ich in den Bronzer rein und an meine Nase. Ich nehme dann wieder den Ebelin-Pinsel und drücke mir den ein bisschen fest zusammen und verblende mir das so ein bisschen, damit das halt nicht so hart aussieht. Und ja, ich konturiere jetzt nicht großartig im Alltag, also ich konturiere allgemein sehr selten. Aber bronzen tue ich halt sehr gerne und vor allem halt mit dem Bronzer von Hatice Schmidt. Da finde ich, kriegt man noch das Beste aus dem Gesicht noch raus. Als ich mir die Hanging in Hawaii Palette kaufte, hatte ich auch die London Palette gekauft. Ich habe sie auch verlost gehabt. Da kann ich euch ein Video zu einblenden. Ja, gleichzeitig habe ich mir auch die Blush Palette gekauft. Und zwar Blushing in Bali. Sehr, sehr hübsch die Palette. Die benutzen wir jetzt auch. Und ich benutze sie heute zum ersten Mal. Sie hat auch einen Spiegel. Und dann sind da drei Blushtöne, zwei Highlighter und ja, das ist auch so ein Highlighter,
den ich allerdings nicht nutzen kann. Und ich gehe da am besten einfach mal in alle drei Farben gut abklopfen. Oh ja, da ist einiges an Produkt drauf. Stark geblasht, würde ich sagen. Fällt gerade auf, dass ich meinen Concealer nicht gesettet habe. Das machen wir aber gleich. So können wir dann auch ein bisschen den Blush hier. Oh Gott, ich bin überblasht. Den Blush auch ein bisschen wegnehmen. Mein Lieblingspuder kommt jetzt zum Einsatz. Das mache ich jetzt mit einem sehr weichen BH Cosmetics Pinsel. Also ich bin in das Puder rein, sette meinen Concealer und automatisch auch noch das ganze Gesicht. Andere Seite natürlich auch. Nun kommen wir zu dem letzten Schritt der Palette, und zwar Highlighter. Und da gehe ich auch in Sun-Kissed in der Mitte rein und in Glisten. Ich werde das mal mischen, abklopfen und highlighten. Ach, ich liebe diesen Moment immer. Ich brauche mehr Produkt. Ja, genau so will ich es haben. Genau so will ich es haben. Sichtbar will ich es haben. Genauso. Ich nehme mein Real Techniques und gehe dann mit der Spitze in den Highlighter rein. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und dann gehe ich auf meine Nasenspitze drauf. Der Schwamm ist ja nass und das intensiviert nochmal den Highlighter. Ja, dann mache ich mir gar nicht erst diese Mühe mit dem Pinsel an die Oberlippe. Und oh Gott, das sieht so gut aus. Eine wirklich tolle Palette. Wenn ihr BH Cosmetics kauft, da habe ich den Tipp, kauft dann online, denn online gibt es regelmäßig tolle Rabatte. Ich habe für die Paletten auch nicht den Originalpreis, also den vollen Preis bezahlt, sondern habe die halt sehr stark rabattiert gekauft. Ja, jetzt habe ich mir die Haare noch geöffnet und die sitzen halt total komisch, weil ich die ganze Zeit den Zopf hatte. Ist aber auch egal, das ist der fertige Look, den ich so mit der Palette gezaubert habe. Ja, da ich mir ja schon Wimpern geklebt hatte, habe ich jetzt auch bewusst den Eyeliner weggelassen, weil ich halt finde, dass das halt von den Lidschatten her so gut aussieht und dass der Eyeliner jetzt wirklich nur Lidschatten schlucken würde. Und ja, ich hoffe, dieser Look gefällt euch und einer von euch wird vielleicht eine Freude damit haben, ihn nachzuschminken. Da es auch schon angekündigt war, wird es in diesem Video auch eine Verlosung geben. Und zwar, wie soll es denn auch anders sein als die Hanging in Hawaii Palette von BH Cosmetics? Spiegel ist noch abgeklebt, die Töne sind natürlich nicht geswatcht und alle noch neu. Und ich werde mir bei dieser Verlosung auch einen Gewinner aus den Kommentaren aussuchen. Und diesmal werde ich auch drauf schauen, dass halt jemand gewinnt, der auch in Instagram bei mir aktiv ist und auch dort ja mit mir privat schreibt, also wo halt schon ja eine Bindung da ist. Ja, ich sag's immer wieder, es lohnt es sich auf jeden Fall bei mir aktiv zu sein, auch wenn es nur ein Smiley in den Kommentaren ist, so sticht halt der Name bei mir heraus und ja, so kann ich mir dann auch ein Bild machen, wer mit mir auch auf Instagram vernetzt ist. Und ja, ich wünsche euch allen sehr viel Glück. Alle Teilnahmebedingungen schreibe ich unten in die Infobox rein. Ich habe mir jetzt nichts Besonderes einfallen lassen. Und ja, seid mir da nett böse. Ich mache das ja schon lange nicht mehr mit dem Zufallsgenerator und fahre seitdem auch richtig gut mit meinen Verlosungen, dass ich mir die Gewinner halt selber aussuche. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Freue mich sehr über euer Feedback und würde sagen, wir sehen uns alle gesund und munter wieder beim nächsten Mal. Und bis dahin, ciao, ciao!